Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Jetzt gilt's, es wird spannend. Gleich kann's hier losgehen. Hier im Allianz Stadium. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie herzlich im Allianz Stadium, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir zeigen heute das erste Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Polen gegen Argentinien. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Sebastian Szymanski, number 17. Polen spielt mit dieser Aufstellung. Sie bevorzugen einen doch ziemlich defensiven Stil, Buschi. Oh ja, auch heute wieder. Sie wollen geballt vor dem eigenen Tor stehen. Das ist nicht immer attraktiv, aber häufig erfolgreich. Neben Brasilien gehört Argentinien heutzutage sicher zu den stärksten Teams aus Südamerika. Ja, auch wenn man schon sagen muss, dass das aktuelle Team doch ein Stück weit abhängig von Lionel Messi ist. Mit der Klasse des Barca-Stars können einige Mitspieler nicht so richtig mithalten. Die Aufstellung von Argentinien. Es sieht hier alles nach Tiki-Taka aus, Buschi. Ja, warten wir mal ab, inwieweit der Gegner das dann auch zulässt. Aber ganz klar, die setzen auch heute wieder auf das ballbesitzorientierte Spiel, auf diese geduldigen, diese abwartenden Angriffe mit vielen schnellen Pässen. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Lautaro Martinez. Lionel Messi. Ah, da wäre jetzt Platz. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Jetzt Robert Lewandowski. Und er schießt. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Ja, das wäre der Ausgleich gewesen, aber wir haben es gesehen. Glanzparade. Aber wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Sie wollen den Ausgleich.
der Torwart mit dem Fehler. Ball ist drin, aber über diesen Torwartfehler, da müssen wir noch reden. Klar, das wird Kritik geben. Einen Moment bist du unkonzentriert und dann fängst du dir so ein Ding. Das ist ein klarer Torwartfehler. Da kommt die Szene nochmal. Ein dicker Bock. Leichtsinn. Logische Konsequenz, der Treffer. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Lionel Messi. Das Martinez. Zurück auf Messi. Lautaro Martinez. Vielleicht die Führung jetzt. Chesney ist zur Stelle. Wahnsinn. Dieser Reflex macht die Chance aus kurzer Entfernung zunichte. Die kurze Ecke. Romero. Leandro Paredes. Martinez. Das ist die Chance zum Führungstor. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Messi bringt die Ecke rein. Gomez. Rodrigo de Paul. Was für eine Torchance hier aus kurzer Distanz. Sensationell gehalten von Chelsea. Und das aus der Entfernung. Die Ecke jetzt von Lionel Messi. Da kann er jetzt erstmal klären. Di Maria. Chesney ganz sicher. Sie bieten sich an. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Lewandowski. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Di Maria. Es könnte das Führungstor sein. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Das war eine wichtige Szene. Das hätte die Führung sein können. Es ist ein Alu-Treffer. Es ist ganz viel Pech. Liegt jetzt am Ball. Zielinski. Gutes Tackling. Messi. Martinez. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Gehalten, macht er gut. Ecke kommt in die Mitte. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. De Paul. Messi jetzt. De Paul mit dem Ball. Argentinien am Ball, vielleicht geht jetzt was. Anke, Di Maria. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart.
Ja, kurz ausgeführt. Angel Di Maria. De Paul. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Den Schuss musste der Torhüter halten. So unplatziert, wie der war. Lautaro Martinez. Ja, wird hier gut unterstützt. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sie vergeben diese Riesenchance. Der Coach kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance liegen lassen? So fangen Sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Ecke für Argentinien. Können Sie in Führung gehen? Wir schauen genau hin. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Wir sehen die kurze Variante. So, weg ist der Ball. Lautaro Martinez. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spielstand. Die Chancen sind da, keine Frage, aber sie machen zu wenig draus. Und das muss natürlich besser werden. Jetzt kommen die Argentinier. Ja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Lautaro Martinez. Das könnte die Gelegenheit geben. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und dann verwandelt Messi. Also da ist ja kein Millimeter Platz und das Tor fällt trotzdem. Was für eine Szene. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Schöner Zweikampf. Messi. Messi, Riesenchance. Gehalten, da zeigt er sein Können. Kurzer Eckball. Angel Di Maria. Leandro Paredes. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Damit war es das fürs Erste. Pausenpfiff hier im Allianz Stadium. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Robert Lewandowski. Er spielt steil. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Ecke kommt ins Zentrum.
Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Lewandowski, Martinez mit dem Hechtsprung. Sie spielen kurz. Ganz sichere Parade. Wieder Ecke. Ball wird kurz gespielt. Macht er ihn! Sie sind da, Ball wird geblockt. Vielleicht die Konterchance. Gefährlich, der Steilpass. Aber da machen sie doch nichts aus diesem Steilpass. Da wurde es zu eng. Zielinski. Oh, toller Pass, gute Aktion. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Martinez, Chessy ist zur Stelle, Wahnsinn. Dieser Reflex macht die Chance aus kurzer Entfernung zunichte. Sie wechseln aus. Messi bringt die Ecke rein. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Gomez. Ball ist erstmal raus, super Parade. Argentinien führt knapp. Frage ist, ändert sich das jetzt? Sie bekommen den Eckball. Kurze Ecke. Angel Di Maria. Gomez hat ihn wieder. Gute Pässe jetzt. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Die Argentinier wechseln aus. Zielinski. Angriff kommt von den Polen. Piotr Zielinski. Der geht genau auf den Torhüter. De Paul. Messi jetzt am Ball. Lautaro Martinez. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Chance für den Konter jetzt. Ja, guter Pass. Da ist der Schuss. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ball ist weg. Vielleicht jetzt die Chance für Argentinien. Das könnte die Gelegenheit geben. Weiter Gefahr nach Chessys Abwehr. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Lewandowski jetzt am Ball. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten.
packt er ihn. Abwehr hat aufgepasst. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Und die Maria. Könnte in Konter gehen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Gehalten von Jesse. Weiter gefährlich. De Pau. Volles Risiko. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Ecke wird kurz ausgeführt. Dybala. De Paul. Gutes Tackling hier. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Lewandowski. Nochmal ein Angriff der Polen. Vielleicht der letzte in dieser Partie. Gleich nach. Unglaublich! Da ist der Ausgleich. Tor aus heiterem Himmel. Klingt komisch, ist aber so. Die Partie lief zuletzt eher gegen sie, aber das ist clever gemacht. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Paredes. Paredes jetzt. Hernandez. Die Argentinier kommen nochmal. Guter Pass jetzt. Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Na, zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. So, die kurze Variante. De Paul. Wichtig, dass er den ablocken kann. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Paredes. Enzo Fernandez. Könnte die Führung werden. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Klasse Parade erst und dann an den Pfosten. Er geht dazwischen. So, nochmal die Argentinier. Sie wollen die späte Führung. Dybala. Ballgewinn hier. Lewandowski. Der Angriff könnte was werden. Spät nochmal die Riesenchance, hier in Führung zu gehen, aber klasse gehalten. Ja, das war eine starke Parade. Rettet hier erstmal das Remis. Und das war nicht einfach, den musste erstmal. Die Ecke jetzt von Lionel Messi. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ein Spiel ohne Sieger, Buschi, aber gewonnen haben heute auf jeden Fall die Zuschauer, denn das war schon ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Auf jeden Fall, wir haben viel gesehen, beide haben uns viel gezeigt, Spannung war drin, war eine enge Geschichte, beide können mit diesem Remis zufrieden sein. Messi war heute gewohnt stark, wie sieht dein Kommentar aus? Tore gab es heute, aber hinten waren sie viel zu offen, deshalb am Ende das Unentschieden. Wird sicher einige Kritik in Richtung Hintermannschaft geben.